Hallo und herzlich willkommen, liebe Vogel von Vogelbegeisterte. Oder die das mal werden wollen. Ich bin der Florian. Ich bin der Clemens. Und zusammen sind wir die Birding Brothers. Hier neben uns steht Wolfgang Kantner von BirdLife. Er ist Leiter der Landestelle Wien von BirdLife. Wir durften gerade einen tollen Vormittag mit ihm verbringen. Danke. Jetzt machen wir mit ihm ein kleines Interview und ja. Erste Frage. Als Leiter der Landestelle Wien, was machst du da genau? Bei mir ist es so, also ich mache das Ganze ehrenamtlich. Ja. Also ehrenamtlich heißt, dass ich habe einen Beruf, wo ich was verdiene und den Rest ist sozusagen Hobby und da betreue ich alle Wiener Mitglieder sozusagen, also wenn die Fragen haben, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit Vogel- und Naturschutz, besuche ich sie, fahre zu denen hin, schaue mir an, was ist da im Garten los, berate die, mache auch Vorträge, also das ist jetzt sozusagen meine Haupttätigkeit, die ich halt hauptsächlich natürlich im Urlaub mache, beziehungsweise am Abend. Wie bist du zum Vogelbeobachten gekommen? Zum Vogelbeobachten bin ich als Bub, meine Mutter ist ja aus Großbritannien und ich glaube, das ist genetisch vielleicht mitgekommen. Ich glaube, du bist 9, ist das richtig? 39. Ja, okay, also in deinem Alter habe ich begonnen in Tirol. Mein Lehrer war damals der Armin Landmann, der sehr bekannte Ornithologe und dann in Deutschland der Wolf Gatter. Also man braucht immer Leute, die einem etwas zeigen, etwas beibringen. Und in Tirol habe ich dann eben beim Brutvogelatlas schon mitgemacht damals und ja, dazu bin ich zum Vogelbeobachten gekommen und das ist seit damals unverändert mein Hobby. Welche drei Dinge hast du beim Birden immer dabei? Feldstecher, Wechselgewand, das habe ich immer, und Handy. Dann, was ist dein Spezialgebiet bei Vögeln? Ja, Spezialgebiet habe ich jetzt keines. Also ich habe eher Spezialzuständigkeiten. Also ich kümmere mich eher um die Vogelarten der Weingärten. Das ist vielleicht so ein Spezialgebiet. Und dann bin ich hauptsächlich in der Wachau tätig, wo wir eine Arbeitsgemeinschaft haben, die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Wachau. Mit mir als Mitglied. Also es ist jetzt ein kleiner Verein, der sich gerade gründet. Und da geht es eben darum, die Vogelwelt in diesem Gebiet zu erfassen. Also im Seewinkel, wo wir heute sind, ist nicht mein Schwerpunktgebiet, früher mehr, jetzt weniger. Wie oft gehst du zum Birden? Ja, also wenn dann nur am Wochenende, das kann sein ein, zweimal, aber ich habe natürlich Familie, die müssen auch betreut werden. Ja, sagen wir mehrere Male im Jahr, das kann sein 20, 30, 40 Mal. Also mit der Größenordnung. Was ich dann noch nebenbei noch mache, ist Monitoring, das ist dann ein bisschen aufwendiger, das kann ich auch mal erklären. Das sind zwischen 4 und 6 Termine im Jahr, wo man eben auf einer bestimmten Strecke die Vögel zählt. Aber ja, ich sage einmal 30, 40. Was fasziniert dich so an Vögeln? Was mich fasziniert, das sind eben die Künstler der Luft. Ja, also ganz toll, der Mauersegler verbringt sein ganzes Leben in der Luft. Ja, bräuchte im Prinzip nie landen, wenn er nicht dann einmal einen Nachwuchs hat. Und diese tolle Vielfalt, die wir haben doch 220 Vogelarten in Österreich etwa, also Brutvogelarten, gemeinsam mit den tollen Gesängen und ja, einfach die Bewegung, die Beschäftigung mit der Natur, da gehört nicht nur die Vogelkunde dazu, sondern man sollte sich auch ein bisschen für die Flora und den Rest der Fauna interessieren und lernt da jedes Mal wieder neue Dinge kennen. Ja. Hast du für unsere Zuseher Tipps zum Thema Birden? Zum Thema Birden, ja, einige, ihr könnt jetzt sagen, fahrt in die Wachau und beobachtet dort, weil da weniger Leute sind, aber natürlich ganz ein toller Platz, das habt ihr jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, mitbekommen, ist der Seewinkel. Das ist eine Landschaft, wo man wirklich, ich glaube beim Bird Race, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zu 140, 150 Vogelarten an einem Tag, also innerhalb von 24 Stunden beobachtet werden. Ja, das ist im Schlaf in der Wachau das ganze Leben lang wahrscheinlich nicht. Ja. Also das ist wirklich ein ganz toller Platz. Seewinkel, Donauau natürlich, klarerweise, ob das jetzt die Donauinsel ist, die Lobau oder weiter unten Richtung Hainburg. Das Waldviertel will entdeckt werden. Ja, und wer natürlich
gut zu Fuß ist, dem empfehle ich einen Ausflug auf den Schneeberg, Rax, Ötscher. Das sind alles tolle Gebiete. Es gibt genug. Ja. Hast du einen Lieblingsvogel und wenn ja, welcher ist das? Mein Lieblingsvogel ist die Zipammer. Das ist sozusagen die Charaktervogelart der Wachau. Die kommt dort nur relativ häufig vor. Also wir schätzen so 200 bis 300, geschätzt natürlich nur. Erfassung gibt es noch keine. Und das ist ganz ein scheuer Vogel, der sehr leise singt, aber eben gerade deswegen sehr speziell ist. Was war dein seltenster Vogel, den du bis jetzt gesehen hast, also gefunden? Puh, muss ich nachdenken. Wahrscheinlich in Irland Lesser Yellowlegs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist müsste eine kleine Gelbschinkel sein, wenn ich es im Kopf habe. Ja, dann verschiedene Shearwater, also diese Sturmtaucher, Manx Shearwater, Sooty Shearwater, Great Shearwater, das sind diese ganzen Seevögel, Raubmöwen. Ich würde sagen, der Yellow Black. Ja. Hab's aber nicht überprüft, das ist jetzt nur aus dem Bauchgefühl. Ja. Was kann jeder da draußen zum Vogelschutz beitragen? Jeder kann sehr viel beitragen, das ist ganz wichtig auch und deswegen freue ich mich, dass ihr das so begeistert macht, dass man die Vögel beobachtet, dass man sie kennenlernt, dass man sie lieben lernt. In weiterer Folge natürlich auch dieses Wissen anderen vermittelt, die Begeisterung den anderen Leuten auch vermittelt. Und wichtig ist natürlich, dass man auch versucht, wenn es geht, dass man sagt, okay, vielleicht kann ich öffentlich anreisen, brauche ich wirklich immer diese ganzen Konsumgüter, also sparsamer mit der Umwelt umgehen. Das ist vielleicht ein Gebot der Stunde. Wir in Mitteleuropa, uns geht es recht gut, aber wir können sicher auf die Umwelt noch viel mehr schauen. BirdLife bemüht sich da natürlich eh schon lange Zeit erfolgreich, aber es gibt andere Lobbys, die natürlich stärker sind. Ja. Und die Vogelbeobachtung ist da ganz ein wichtiges Instrument, um den Leuten auch zu zeigen, Achtung, es gibt viele Bereiche, vor allem in der Landwirtschaft, wo die Vogelarten verschwinden. Grauammer, was wir davor geredet haben, hat 90% des Bestands verloren. Also die Wiesenvögel zum Beispiel, denen geht es teilweise sehr schlecht. Da kann man sehr viel mit Monitoring machen. Also wir versuchen das eben genau zu beobachten. Das ist eben das Wichtige, Vogel beobachten, auch aufschreiben und damit trägt man eigentlich schon einiges bei. Welche Vogelstimme hast du am liebsten? Vogelstimme, ja, da könnte ich jetzt sagen, die Zipammer, nur die hört man fast nicht, weil die sehr leise ist. Die Nachtigall ist natürlich ein wunderschöner Gesang, muss man ganz offen sagen. Das Blaukehlchen, ja, habe ich mehrere, kann mir jetzt nicht festlegen. Und was ist dein Lieblings-Birding-Spot? Mein Lieblings-Birding-Spot ist die Wachau. Hast du noch eine Message an unsere Zuseher? Message an die Zuseher, bitte verfolgt weiterhin die Aktivitäten der Birding Brothers, das ist meine Message. Und die sind am besten Wege, Profi-Ornithologen zu werden, wenn ich das richtig beobachtet habe. Danke. Okay.